Hi, hier ist der Marquardt. Willkommen zu einem neuen Video. Ich bin immer noch Flirttrainer und Datingcoach für Männer. Heute werde ich mit dir über das Thema Ausreden oder auch Excuses auf Englisch sprechen. Das ist ein Thema, das ist so wahnsinnig wichtig für deinen Erfolg mit Frauen, dass wenn du es nicht wirklich verstehst, dann fällst du in eine sehr große Falle rein, die dich krass daran hindern wird, in dem Thema jemals gut zu werden, die dich daran hindern wird, in dem Thema wirklich erfolgreich zu werden, mit krass extrem vielen schönen, hübschen Frauen Sex zu haben. Und es ist nicht nur für dich wichtig, was das Thema Frauen angeht, sondern auch in deinen anderen Lebensbereichen, in deinem Job, in deiner Karriere und natürlich auch, was deine Gesundheit angeht, also Sport, Fitness und so weiter. Fangen wir an. Wolltest du schon immer mal deine Traumfrau kennenlernen und verführen? Hättest du gerne mehr atemberaubenden Sex mit wirklich wunderschönen Frauen, die du bei Gefallen in eine Beziehung kriegen kannst? Mein Name ist Marquardt und auf diesem Kanal zeige ich dir genau das. Nämlich, wie du Frauen leicht kennenlernst und sie verführst. Viel Spaß dabei. Und wahrscheinlich hast du mich schon mal in einem anderen Video über dieses Thema reden hören. Ich sag's nicht zum Spaß, ich wiederhole es nochmal. Keine Ausreden zu machen ist wirklich 80% von dem ganzen Thema. Und dazu möchte ich mal kurz einen kleinen Schwenk machen. Jeder Mensch, der irgendwo in irgendeiner Sache erfolgreich gewesen ist, der kennt diese Sache, der kennt Ausreden, der kennt sich selber und der kennt auch andere Menschen, die in anderen Themen extrem erfolgreich geworden sind. Und diese Menschen, die waren auch an extrem vielen verschiedenen Punkten, wo sie hätten nicht nur eine, nicht nur zwei, sondern ganz viele verschiedene Ausreden hätten machen können. Aber der Punkt ist, sie haben diese Ausreden nicht gemacht. Zumindest nicht immer. Ansonsten wären sie nicht dahin gekommen, wo sie waren oder wo sie sind. Keine Ausreden zu machen, ist sowas von wichtig und ich werde gleich tiefer in das Thema einsteigen. Ich werde das Ganze unterteilen in Mikro- versus Makro-Ausreden und was es bei den Ausreden zu beachten gilt. Aber hier auch nochmal ganz kurz vorab, du möchtest niemals im Beschweren-Business sein. Dieses Business ist nicht profitabel, das ist kein schönes Geschäft. Im Beschweren-Business, das sind die allermeisten Menschen drin. Die allermeisten Menschen, wenn du sie fragst, hey, warum hast du es eigentlich hier nicht irgendwo dahin geschafft? Dann sagen sie dir, wegen X, Y, Z. Aber sie übernehmen niemals die Verantwortung für sich selbst. Also sie schieben die Schuld auf andere Dinge, um sich selber von der eigenen Verantwortung zu befreien. Niemand hat gerne Verantwortung. Besonders hast du nicht gerne die Verantwortung für dich selbst, weil dann bist du ja auch für dich selbst verantwortlich. Dann bist du selber für deine eigenen Fehler verantwortlich. Wir schieben immer die Schuld auf wen anders. Der andere ist immer der Böse. Der andere hat immer angefangen. Wenn sich zwei prügeln, wer hat angefangen? Der andere natürlich. Ich war's nicht. Ich habe nichts gemacht. Der andere ist dran schuld. Warum läuft es bei mir nicht mit den Frauen? Nicht wegen mir, weil meine Mama mich nur mit 1,60 geboren hat. Weil die Frauen alle so doof sind. Weil, such's dir aus. Aber jetzt fangen wir mal an. Ich unterteile das Ganze, wie gesagt, schon in Mikro- und Makro-Ausreden. Ich werde mit den Makro-Ausreden anfangen. Viele Männer meinen, dass sie erst noch etwas Bestimmtes brauchen, um in dem Thema Frauen wirklich durchzustarten. Also, ich brauche erst noch XYZ, um mit Frauen wirklich erfolgreich zu werden. Warum? Naja, weil der eine Typ, bei dem es gut läuft mit den Frauen, der hat X, der hat Y, vielleicht hat er sogar auch noch Z. Und das heißt, erst wenn ich XYZ habe, dann kann ich auch erfolgreich mit Frauen sein. Mein Lieber, lass mich dir mal eins sagen. Ich habe so viele Männer in dem Thema Frauen kennengelernt, in dem Thema Frauen kennenlernen, Frauen verführen und so weiter. Ich habe extrem unterschiedliche Männer kennengelernt und sie waren trotzdem alle erfolgreich. Und es gab immer irgendjemanden, der irgendwas nicht hatte oder dem irgendwas gefehlt hat. Dem einen hat das Aussehen gefehlt, dem anderen hat das Geld gefehlt, dem nächsten hat, was ist, der Penis gefehlt. Also hat einen kleinen Penis. Dem anderen hat die Körpergröße gefehlt. Es gab immer irgendjemanden, dem irgendwas gefehlt hat. Es gibt niemanden, der perfekt ist. Auch deine absolute Traumfrau wird nicht perfekt sein. Also hör auf, dich zu prokrastinieren, weil das ist es schlussendlich, was du machst. Wenn du dir einredest, hey, ich brauche erst ein Sixpack, bis ich dann
meine Traumfrau mit nach Hause nehmen kann. Lass mich dir eins sagen, nur weil du dann den Sixpack hast, nur weil du die 5 oder die 15 Kilo abnimmst oder von 10 auf 6% Körperfett herunterkommst, heißt das nicht, dass es dann viel besser bei dir mit den Frauen laufen wird. Natürlich macht es Sinn, wenn du guckst, dass du ins Fitnessstudio gehst, dass du Fett verlierst, dass du abnimmst, dass du sportlicher wirst, aber du wirst nicht bei jeder einzelnen Frau deswegen besser rüberkommen, sondern vielleicht ist es sogar eine kleine Enttäuschung für dich. Du verlierst dann ein bisschen Körperfett und kommst dir vielleicht toll vor und dann gehst du zu einer Frau hin und dann merkst du aber, die reagieren eigentlich gar nicht anders als vorher. Warum? Weil es den allermeisten Frauen einfach Wurst ist, ob du jetzt 11, 12, 13, 14 oder 15% Körperfett hast. Ich treffe mich hier gerade mit einer Frau, die ist extrem sportlich, die hat auf jeden Fall weniger Körperfett als ich und die hat mir auch gesagt, ihr ist es eigentlich gar nicht so lieb, wenn der Mann so ultra definiert ist. Warum? Weiß ich gar nicht mehr. Aber ihr ist es einfach nicht so wichtig. Und genauso wie es bei ihr ist, es ist bei den allermeisten Frauen. Ja, natürlich gefällt es vielen Frauen, wenn du ein bisschen sportlich bist. Aber ist es gleichzeitig eine Voraussetzung dafür, dass du mit ihr Sex hast oder dass du mit ihr in eine Beziehung kommst? Natürlich nicht. Genauso ist es auch mit deinem Job. Gefällt es einer Frau, wenn du diszipliniert bist, wenn du eine Karriere hast, wenn du einen vernünftigen Job hast? Natürlich. Machen wir uns nichts vor. Aber ist es für dich notwendig, 5.000 Euro im Monat zu verdienen oder 10.000 Euro im Monat zu verdienen, dafür, dass es bei dir endlich gut läuft mit Frauen? Nein, ich habe so viele Männer kennengelernt, die waren arm und die haben noch zu Hause bei ihrer Mama gewohnt. Die haben mit mehr Frauen Sex gehabt als du. Glaubst oder glaubst nicht, aber ich habe echt viele Männer kennengelernt, bei denen es gut läuft, die kein Geld haben, die keine Karriere haben. Der Fakt ist, die meisten Studenten, die haben kein Geld und die haben wahrscheinlich mit mehr Frauen Sex als du, wenn du arbeitest. Warum? Weil sie sich auch einfach mit so vielen Leuten abgeben, weil sie auf so viele Partys gehen, ja, weil sie viel unter Leuten sind und dann hat man dann halt mehr Sex. Es ist für dich nicht notwendig, einen guten Job zu haben, nur damit du endlich mit deiner Traumpartnerin zusammen sein kannst. Deine Traumpartnerin wird dich auch mögen, wenn du nur 2.500 Euro im Monat verdienst. Dann gibt es viele Männer, die schämen sich vielleicht, weil ihre Wohnung zu klein ist. Oder die denken sich, sie brauchen erst noch das neue Auto. Oder die denken sich, ich brauche erst noch ein Auto, dass es bei mir dann mit den Frauen läuft. Nein, ich selber habe auch kein Auto. Ich habe auch nicht eine wahnsinnig große Wohnung. Bei mir läuft es trotzdem mit den Frauen. Und was das Thema Größe angeht, ich habe ein Video gemacht mit einem kleinwüchsigen Asiaten. Bei dem läuft es gut mit Frauen. Bei dem läuft es ziemlich sicher besser als bei den allermeisten Männern in dem Thema Frauen. Ich habe einen Freund, der ist nur 1,62, Raphael. Mit dem habe ich neulich eine Podcast-Folge gemacht. Hör sie dir an, ich werde sie hier mal irgendwo einblenden. Der hat mit sehr vielen Frauen geschlafen. Das ist ein vernünftiger Mann, der hat sehr viel Disziplin, der ist schlau, der promoviert gerade. Aber er ist 1,62 und es ist nicht wahnsinnig wichtig für dich als Mann, groß zu sein, um in dem Thema Frauen erfolgreich zu sein. Die meisten Männer auch wieder, die benutzen das einfach nur als Ausrede, in dem Thema Frauen nicht vorwärts zu kommen. Und eine Sache, an der du nichts ändern kannst, wie zum Beispiel an deiner Körpergröße, selbst wenn du da was dran ändern kannst, wenn du es wirklich ernst meinst, dann geh doch nach China, lieg da ein Jahr lang im Bett und sei dann irgendwie 10 oder 15 Zentimeter größer. Ich garantiere dir, dass Frauen nicht so wahnsinnig unterschiedlich auf dich reagieren. Ganz im Gegenteil, wenn du solche Minderwertigkeitskomplexe hast, dass du meinst, Frauen mögen dich nicht, nur weil du 1,60 bist, dann wird es bei dir mit 1,70 oder 1,75 auch nicht klappen. Dann wirst du sogar auch ein bisschen enttäuscht sein, weil es einfach keinen krass großen Unterschied macht. Wie gesagt, diese Ausrede ist natürlich die ultimative Ausrede. Du schiebst nämlich die Schuld von irgendwas, was du kontrollieren kannst, auf irgendwas, was du nicht kontrollieren kannst. Deine Größe, deine Mama ist offensichtlich dran schuld, dass es bei den Frauen bei dir nicht läuft. Oder vielleicht schiebst du die Schuld auch auf die Frauen. Du sagst, Frauen sind heutzutage alle so. Frauen wollen alle keine Beziehung mehr. Tinder hat mir das kaputt gemacht. Die Chats sorgen dafür, dass Frauen nicht mehr was mit mir haben wollen. Die sind dran schuld, dass es bei mir nicht mit den Frauen läuft. Die Sache oder deine Verantwortung auf was Externales zu schieben, ist das Schlimmste, was du überhaupt tun kannst, weil damit entledigst du dich von deiner eigenen Verantwortung. Also da, wo die allermeisten Menschen zu 99% was ändern können, wo sie nicht ihr volles Potenzial erreicht haben, oder mehr als 99%, da musst du anfangen, bei der Selbstverantwortung. Und das ist auch eine grundlegende Eigenschaft, die erfolgreiche Menschen haben. Sie übernehmen extrem viel Selbstverantwortung. Wenn irgendwas nicht geklappt hat,
Ich bin dran schuld, wenn irgendwas nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle. Ich bin dran schuld. Ich suche den Fehler immer zuerst bei mir und ich suche ihn sehr krass ordentlich bei mir, bevor ich die Schuld auf andere Menschen schiebe. Und dann gibt es natürlich noch so Sachen wie, ich habe schlechte Zähne, ich habe irgendeine Behinderung oder ich habe zum Beispiel Akne. Also solche Ausreden sind auch immer richtig doof, weil egal was du hast, du wirst immer irgendjemanden finden, der auch XYZ hat, bei dem es aber trotzdem läuft. Und wenn es bei ihm läuft und er keine Ausreden gemacht hat, dann darfst du es dir auch nicht leisten, Ausreden zu machen. Und jetzt kommen wir mal zu den Mikroausreden. Mikroausreden sind die Ausreden, die du machst, wenn du sozusagen kurz davor bist, zu einer Frau hinzugehen oder vielleicht hast du sogar schon ein Date und dann machst du eine Ausrede. Mikroausreden sind extrem scheiße, weil, naja, also du bist ja quasi ganz kurz davor und dann ziehst du wieder deinen kleinen Schwanz ein. Mikroausreden sind zum Beispiel, ich spreche den Nächsten an. Du hast keine Eier, zu der einen Frau hinzugehen und dann sagst du, ich warte jetzt einfach, die bei der passt irgendwas nicht, ich spreche die Nächste an. Ist voll doof, weil vielleicht ist das die, die dir heute am besten gefällt. Und dann gehst du zu der anderen hin und dann gefällt sie dir nicht mehr so gut. Eine andere ist, die ist nicht mein Typ oder ich fühle mich gerade nicht so. Also die ist nicht mein Typ, ist auch wahnsinnig dumm, weil ob sie dein Typ ist oder nicht, das weißt du ja oft erst, wenn du wirklich hingehst und wenn du mit ihr redest. Wenn du sie von 20 Meter Entfernung anschaust und dir denkst, die ist nicht mein Typ, dann, ja, also dann ist es eigentlich voll oberflächlich, weil du unterhältst dich ja gar nicht mit ihr. Und ganz oft siehst du so Sachen, die du denkst dir vielleicht, ja, die ist nicht mein Typ und vielleicht ist sie dann auch nicht dein Typ. Ja, okay, aber dann bist du halt immerhin hingegangen. Vielleicht ist sie aber auch voll dein Typ, weil sie total gut auf dich reagiert. Und dann würdest du dir richtig in den Arsch beißen, wenn du nicht zu ihr hingegangen wärst. Ich habe das echt oft bei mir erlebt, dass ich mir eingeredet habe, die gefällt mir eigentlich nicht so wirklich. Und dann bin ich trotzdem zu ihr hingegangen, weil, na, keine Ausreden machen. Und dann hat sie mir natürlich perfekt gefallen. Und ich habe das echt schon bei Frauen gemacht oder mir am Anfang eingeredet, die eigentlich perfekt waren. Die perfekt waren vom Aussehen her, die perfekt waren von ihrer Art, vom Charakter her. Und ich weiß nicht warum, ja, ich weiß schon warum, aber ich weiß nicht warum mir ich das am Anfang eingeredet habe. Ich habe es mir natürlich nur eingeredet, weil ich einfach faul war, weil ich nicht hingehen wollte. Gerade fühle ich mich nicht so, ist auch wahnsinnig dumm, weil ich meine, wahrscheinlich geht es dir jeden Tag so, wenn dein Wecker um 6 Uhr schellert und du hast keine Lust aufzustehen. Ja, aber dann gehst du trotzdem in die Arbeit, in den allermeisten Fällen. Warum? Naja, du machst es halt einfach, du musst es machen. Und genauso möchte ich, dass du eine gewisse Ernsthaftigkeit an den Tag legst, was das Thema Frauen angeht. Das ist auch gleichzeitig eine Sache, die ich von dir verlange, wenn du dich auf mein Coaching bewirbst. Ich möchte, dass bei dir eine gewisse Ernsthaftigkeit vorhanden ist. Wenn ich die nicht bei dir erkenne, wenn ich sie nicht in dir erkenne, dann habe ich keine Lust, mit dir zu arbeiten. Die Klienten, die zu mir kommen, die werden in aller Regel in dem Thema extrem erfolgreich. Warum? Weil sie mit einer gewissen Ernsthaftigkeit an die Sache rangehen. Wenn du in dem Thema Frauen wirklich erfolgreich werden möchtest, du bist in dem Thema noch nicht erfolgreich, du musst die gleiche Ernsthaftigkeit an das Thema legen, wie meinetwegen in deiner Karriere. Wenn du das machst, dann wird es auch bei dir laufen, was das Thema Frauen angeht. Hier sei mal ganz kurz gesagt, falls du mir noch nicht auf Instagram folgst, mach das mal. Da gebe ich sehr viele coole Tipps. Da ist das Format natürlich ein bisschen kürzer als hier auf YouTube, aber es ist sehr viel wert und ich poste da fast täglich Dinge, die du dir anschauen kannst. Die läuft etwas zu schnell. Das ist auch eine Ausrede, die ist einfach total doof, weil es heißt ja nicht mal unbedingt, dass sie dann irgendwo schnell hin muss. Vielleicht läuft sie einfach nur schnell. Vielleicht hört sie gerade Musik und ihr macht es halt Spaß. Vielleicht läuft sie immer so schnell. Und die läuft schnell ist auch wieder auch nur eine Ausrede, weil du einfach zu faul bist, auch ein bisschen deine Beine in die Hand zu nehmen und dir ein bisschen hinterher zu laufen. Oder allein schon die eine Sache, dass es manche Männer, dass sie nicht zu einer Frau hingehen, nur weil sie ihr hinterherlaufen müssen. Mein Gott, wenn dir das zu anstrengend ist, dann hör einfach gleich auf. Dann hast du es auch einfach nicht verdient, mit tollen Frauen schön Sex zu haben. Weil ich kann dir von mir aus sagen, dass ich sehr vielen Frauen kurz hinterhergelaufen bin, um Hi zu ihnen zu sagen. Und vielleicht hatten sie da einen Freund. Egal, ich habe es trotzdem probiert. Und dann gibt es natürlich das allseits Bekannte, die ist mit ihrer Mutter oder mit ihrem Freund, mit ihrem Vater, mit ihrem schwulen Freund unterwegs. Die ist in einer Gruppe. Ja, mein Gott, also wenn du da nicht hingehst, warum gehst du da nicht hin? Ganz ehrlich, also wie gesagt, wenn ein Typ neben ihr ist, dann kannst du ja ein bisschen gucken, hey, halten die Händchen oder küssen die sich? Ja, dann musst du natürlich nicht hingehen. Aber wenn die Mama dabei ist, vor was hast du Angst? Hast du Angst, dass
die Mama deinen Kopf abreißt und ihr in den Hals reinkackt oder was? Glaubst du, die Mama ist ein Drache, der sich dann verwandelt und dich frisst, wenn du ihre hübsche Tochter ansprichst? Also du bist ein Mann, ja? Wenn die Mutter bei ihr ist, dann ist es doch cool. Dann kannst du doch bei der Mama gleich einen ordentlichen, schönen Eindruck hinterlassen. Natürlich sollst du nicht überhöflich sein und dich trotzdem auf das Mädchen oder auf die Frau konzentrieren, die du kennenlernen möchtest. Aber wieso solltest du einfach nicht hingehen, nur weil die Mutter dabei ist? Die Mutter wird dich nicht verprügeln. Vor der Mutter brauchst du keine Angst haben. Wenn du in den vernünftigen Club reingehst und ein Typ steht sozusagen neben ihr, in aller Regel werden die Männer auch sehr in Ordnung sein. Also du wirst selten in Situationen kommen, wo die Männer übermäßig aggressiv sind. Und meistens passiert es dann in Clubs, wo du eigentlich eh nicht reingehen möchtest. Also schau wirklich drauf, dass du diese Mikro-Ausreden nicht machst. Wie ich schon in einem anderen Video erwähnt habe, das Schlimme ist bei Ausreden vor allem, dass du die Dinge rationalisierst. Also du begründest die Dinge. Du suchst dir nicht einfach eine Ausrede und sagst dann zu dir, da mache ich jetzt mal eine Ausrede. Nein, sondern du sagst, ich gehe nicht zu ihr hin, weil ich bin eine kleine Pussy. Nein, sondern du sagst, ich gehe nicht zu ihr hin, weil die läuft gerade zu schnell. Und dann macht es für dich in deinem Kopf natürlich mehr Sinn. Ja, natürlich gehe ich nicht zu ihr hin, weil die läuft ja auch schnell. Ja, selbstverständlich. Und da musst du halt total vorsichtig sein, weil damit verkaufst du dir diese Sache sozusagen selber. Ja? Du möchtest dir selber keine Ausreden verkaufen. Das ist total doof, das darfst du nicht machen. Jeder, der sich Ausreden selbst verkauft, der ist ziemlich doof. Du hast überhaupt nichts davon. Du hast einen negativen Nutzen davon, wenn du dir Ausreden selber verkaufst. Vor allem, wenn du sie dir regelmäßig oft verkaufst und wenn du es auch einfach nicht merkst, dass du sie dir selber verkaufst. Natürlich darfst du dir auch nicht die Ausrede verkaufen, kein Coaching bei mir zu machen. Es gibt viele Männer, die prokrastinieren ewig, bis sie das Coaching nehmen. Und jeder, der das gemacht hat, der ärgert sich am Ende unheimlich, dass er das Coaching nicht schon früher gemacht hat. Ich hatte so viele Klienten, die kommen auf mein Coaching und die sagen, das Erste, was sie mir sagen, war: Marquardt, richtig blöd, dass ich das Coaching nicht schon vor 2 Jahren gemacht habe. Ja, das ist einfach, so soll es nicht sein. Und schlimmer ist es natürlich, wenn sie das Coaching schon vor 5 oder vor 10 Jahren gemacht haben sollten, weil das ist einfach viel Zeit, die dir verloren geht. Viele Klienten, die ich habe, die sind um die 40, die meisten sind um die 30, aber jeder von denen, die älter sind, die beißen sich einfach richtig in den Arsch rein, dass sie das Coaching nicht schon vor 20 Jahren gemacht haben. Weil hätten sie es schon vor 20 Jahren gemacht, dann hätten sie natürlich so viel schönere Erfahrungen in den nächsten 20 Jahren gesammelt. Und denk dir wirklich, Zeit ist das Wertvollste, was du hast. Zeit gibt dir keiner mehr zurück. Die beste Zeit in dem Thema Frauen, gut erfolgreich zu werden, die ist jetzt und die nächstbeste ist morgen. Also warte nicht länger, bis du das Coaching nimmst. Ich kann nur sagen, die Männer, die mein Coaching besucht haben, die schreiben mir so wahnsinnig tolle Stories. Manchmal, ja, kann ich selber kaum glauben irgendwie, was die mir alle schreiben. Der eine ist in der Vorbereitungszeit vom Coaching, hat mir geschrieben, dass er jetzt irgendwie 2 Dreier und 1 Vierer hatte, schon vor dem Coaching, nur durch die Vorbereitungszeit. Und ja, wenn dich das nicht dazu bewegt, ein Coaching bei mir zu nehmen, dann kann dir wahrscheinlich jemand anders auch nicht mehr helfen. Geh auf meine Website, bewirb dich auf ein Coaching. Wenn du geeignet bist, freue ich mich, mit dir zu arbeiten. Bis zum nächsten Video. Mach's gut. Ciao.